Willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Wir sind hier noch im Laden von Lora Khan, obwohl die Quest anscheinend nicht so richtig abschließen können, zumindest nicht auf diesem Weg. Aber jetzt wollen wir in das Büro wenigstens von der Tollner Foliantenhöke. Die Frage ist, wo ist ihr Büro? Wie kommen wir da rein? Den Foliant brauchen wir nicht so dringend selber, aber der Gay kann ihn gebrauchen. Vielleicht hilft uns das ja. Der Eingang ist in ihrem Büro. Wir müssen einen Weg in ihr Büro finden. Wir müssen erstmal das Büro selber finden, bevor wir das Büro, einen Weg in das Büro finden. Durchsuche Tollners Büro. Er hat eine Audienz bei Lora Khan. Ja, das haben wir schon. Leider ist das wohl ein bisschen verbuggt. Hinten ist noch ein Garten, ob das damit irgendwie zu tun hat. Ach, ihr Büro könnte auch eine Ebene höher sein. Wenn wir da reinkommen, da sind ja Wächter davor. Das ist das Einzige, was mir noch einfällt. Dass ihr Büro hier oben drüber ist. Müsste man die belebte Rüstung irgendwie ablenken, weil die gucken da ja hin. Das Problem ist, dass diejenige, die hier Floss knacken kann, auch diejenige ist, die besonders gut ist. Guck mal, welches ist denn über ihr? Die ist direkt hier runter. Ist auch kein Hinweis, welches Büro vielleicht eher ihr ist, wäre das oder das. Das ist natürlich die Mira, die sie gut im Ablenken ist, auch diejenige ist, die die Schlösser knacken kann. Wer hat denn sonst noch Fingerfertigkeit? Vielleicht war auch gefährlich, das Buch zu holen, so eine ganz andere Geschichte. Die sind ja alle kompletter Schrott. Wir haben noch die Handschuhe der Geschicklichkeit. Lass mal ganz kurz gucken. Kann ich irgendjemand sonst? Sie kann sich natürlich selber einen Buff geben, immerhin. Andererseits würde halt voll das Chaos ausbrechen hier. Ja. Wir lösen mal die Gruppe auf. Kann sich auch unsichtbar machen. So. Wir fangen einfach mal an. Die anderen stellen sich irgendwo anders hin. Wenn ich natürlich zum falschen. Das Problem ist, wenn ich jetzt zum falschen Büro die falsche Tür aufmache, man kann die immer nur einmal ablenken damit. Naja, das ist halt. Das ist ein Versuch wert. Ich mach's einfach mal. Aufmuntern, begeistern, anziehen, erfreuen, ermutigen, inspirieren, überwältigen und faszinieren. Ja. Anziehen und erfreuen. Die kommen von ganz unten her. Aber die interessiert das gar nicht. Das ist eine Projektion und das sind unbelebte Rüstungen. Okay, so klappt das nicht. Da müssen wir irgendwie nochmal anders was rausfinden über das Büro. Aber vielleicht, nachdem wir den Gale haben, ehrlich gesagt. Alleine kann ich mit dem Buch jetzt eh nichts anfangen. Was sind die beiden wieder? Nee, doch nicht. Ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall mit dem Frank Birnbaum haben wir schon. Kassadors Palast, stimmt, gibt es auch noch. Den Pfennigfuchser. Und hier zur Stahlwache. Gehen wir mal in die Richtung.
Set has a transcript of a conversation with Archduke Gortash. What's he got to say? Lots of talk about the brilliant future of Baldur's Gate, City of Steel and Justice. Does he say anything about the whole... Without him? Another one who can't take a bit of hard work. First one to give up before he got paid. Goose pimples arrived. Das ist schon der richtige Weg, oder? Da ist Alexander Regenwald, zentrale Unterstadtmauer. Die Stadt ist echt nicht klein. I smell an ambush. I've never felt this way about someone before. I remind you again, Wendell. Flowers you're smelling. One you may be month. Allergic. Shut. Better safe than sorry. Ich bin neugierig gerade, was ist da denn los? Sir. Hier hat meine Eugenie gerade vor einem Monat meinen Liebeswerben zugestimmt. So ein romantischer Ort, das könnt ihr mir glauben. Allerdings, was ist auch wieder kaputt mit dem Gespräch? Allerdings muss ich zugeben, alles Geschäppert in der flammenden Faust trägt nicht gerade zur Stimmung bei. Eigentlich sollte er mir das auch sagen. I just think this park is so beautiful. Don't you, darling? It's a bit loud. What are these clanking guards? I could ask them to keep it down. I'm sorry for Wendell. He does get a touch, over-effusive about our courtship. Pay him no heed. Anscheinend. Okay, ich dachte, da steckt vielleicht mehr dahinter. Sind seit einem Monat zusammen? Ist ja der Hammer. Da muss eine große Party gefeiert werden. Boah, ganz schön cool. Wenn nicht dringende Sachen zu tun hätten, könnte man die Stadt noch mal viel mehr erforschen und die Schönheit genießen. Wenn nicht gerade die Welt untergehen würde. Das macht das ein bisschen unpraktisch gerade. Ist das hier oben? Nisha Lisha. Wen müssen wir ansprechen? Nisha Lisha, na klar. Stopp. Wenn wir den Kohl erkennen können. Überleben gewürfelt. Wenn wir gerade so den Kohl überlebt, oder was? Oder wissen wir das eigentlich nicht? My friend dared me to come here alone for a couple of mugs of ale. So here I am. Es treibt ein Mörder sein Unwesen. Ihr seid ein Ziel. Ha! Come on, mate. Who would want me dead? Bitte hört auf mich. Andere sind schon gestorben. Ihr seid in Gefahr. Ich sterbt. Nein, nicht ich. Überzeugen. Überzeugen Sie mal. Wir wissen schließlich, worum es geht. Oh shit. You're serious. I can see it in your eyes. I've got to, shit. I've got a tab to settle. Shit. Okay, kann die sich wenigstens retten? Alexander Regenwald. Gucken wir nach Alexander Regenwald. Ist ja auch cool hier. Die Stadt ist ja der Wahnsinn. This is the private abode of Alexander Rainforest. Friends make appointments, clients respect office hours. Wir kommen rein. Tempers are rising. It's clear not everything you find is at your disposal. Wir haben nur in der Tür gewackelt. Okay, die Tür ist zu. Und die Stadtwache findet es nicht gut, wenn wir da reingehen. Dann müssen wir hier ein bisschen woanders lang, offensichtlich. Hier ist ein Hintereingang. Also, das ist ja kein Hintereingang, hier ist ein Balkon. Aber wir können den Hintereingang nutzen. Vielleicht. Zu hoch. Enough waiting. I crave blood. Enough waiting.
wir haben doch verschiedene Sachen mit dem Jauchen. So. Here's a tip. Latest Baldur's Mouth Edition. Oh, dynamite. That Lord Gortash should have his own column. Never mind just an interview. Ich meine nicht damit, dass da ein Kampf stattfindet. Ihr könnt gerne hochhüpfen, wenn ihr wollt. Ansonsten. Sieht ja gerade keiner, oder? Oh Gott, er ist schon tot. Den hat's schon erledigt. Heute Abend. Kumpels, wir machen uns Sorgen um euch. Ihr seid so tief in diesen Verschwörungsunsinn abgetaucht. Wir treffen uns heute beim Humpen. That might be worth a look. Can't slow down. Even in death. Looks like a track man. Tell a tale. I should take a closer look. Fuck. Oh. Easy. This place is hungry for blood. Was ist denn hier denn reingestolpert? Wirklich ein Atem in der Flasche. Ich sollte mal mit den Toten sprechen. Ich glaube, die andere Schuhe. Mal kurz gucken, was wir da haben. Wir legen mal das Amulett an, mit den Toten sprechen. Und dann haben wir auch nochmal Toten sprechen mit Schattenherz, weil das sind auch zwei Tote. Das geht nicht, das. Mit ihm geht's aber nein. The corpse remains silent. Ernsthaft? Erneut wirken. Kann nicht mehr sprechen, hat er keine Zunge oder was? Abgetrennter Narrenfuß. Ugh. Das Abbild von Abasigal, der auf zerfetzten Schwingen flog. Welchen Nutzen hatte sein Stolz? Er hielt sich für einen Drachen, aber starb wie ein Wurm. Worin die Rote. Atem in der Flasche. Was ist denn Atem in der Flasche? Windstoß wirkt, okay. Vielleicht noch mal kurz schauen sollen, was Umkehrung ist. Wirklich eine Schriftrolle der Umkehrung untersuchen. Okay. Nichts. Notizen zum Grabsteinladen. Einiges deutet auf den Laden Grabsteine hin, weswegen ich beschlossen habe, ihn zu beobachten. Ein merkwürdiger Laden. Mit dem Hauptgeschäft im Ostweg scheint er nichts zu tun zu haben. Tatsächlich verkauft er gar nichts. Nur ein einziger Jungspund hütet den Laden. Wenn sie rauskommen, sehen die Kunden irgendwie verändert aus. Ich könnte schwören, dass einer beim Rauskommen sich gleich Kleidung trug, aber ein anderes Gesicht hatte. Ich muss aufpassen. Kandul Hallows Grabsteine. Da geht irgendwas Komisches vor sich. Da ist noch eine Steinmauer. Die Baalbrutkrise, Baldur's Gate 1 und 2. Das ist die Sachen schon mal gelesen. Was ist jetzt Verzeichnis? Na, guck, die hat den Kandul Hallows Grabsteine Laden weiter untersucht. Gehen ständig Leute rein, kommen nicht alle raus oder verändert. Looks like a trap.
Looks like a trap. Ich hab geguckt, ob da so eine... Die Eisenfackel. Ich dachte erst, hätte hier was entdeckt. Schlüssel zur Regenwaldstruhe. Sehr mysteriös hier alles. Wie irgendwie immer alles in Baldur's Gate sehr mysteriös ist. Schade, dass ich nicht mit denen sprechen kann. Aber Ohren war jetzt hier. Schreckt mich auch immer so. Das war jetzt nicht der spannendste Tresor aller Zeiten. Aber ich muss auch hier mehr erfahren können über die... So ein bisschen... Am Ende ein bisschen unterwältigend. Aber so scheint es zu sein. Es ist nicht mal so, dass man... Dass sie einem nicht wohlgesonnen sind, wenn man sie überzeugen muss oder Freundschaft schließen oder sonst was, sondern es geht einfach nicht. Oh. Ist noch was Wichtiges in seinem Garten vielleicht? Ich gehe nicht vorne raus, dann guckt noch jemand komisch. Verliere ich jetzt 2 Trefferpunkte, weil ich hier von dem blöden Balkon springe, oder? Kann ich da hinspringen? Ganz so schlimm war es dann doch nicht. Zum Glück falsch angezeigt, okay. Alexander Regenwald, ja, den haben wir schon gefunden. Was soll ich denn noch machen? Soll ich vielleicht mit dem nochmal sprechen? Ah, jetzt habe ich jetzt... Ich bin jetzt gerade runtergesprungen. Nee, ne? Dann macht das ja einer von denen, die nach oben sind. Schatten jetzt zum Glück nach oben. Mit dem können wir nochmal sprechen, damit das vielleicht abschließt. Eine wichtige Information noch aus ihm rausholen. Ich glaube nicht, dass er uns viel sagen wird, was nützlich ist, aber probieren's. Wer hat euch getötet? He was short, dressed in red. Ja, das wissen wir inzwischen. Was habt ihr getan, als ihr starbt? Investigating odd records. Das ist die Animation wieder ein bisschen kaputt. Was für seltsame Aufzeichnungen. Tombstone. Shot. No owner. Ob er deswegen auf der Liste gelandet Decades ist? Now. Dass sie ihn deswegen umgebracht haben? Welche laden für Grabsteine? Wir fragen es nochmal, vielleicht ist das wichtig, irgendwie, damit die Quest updatet, aber wir wissen es ja eigentlich. Old Candle Hallows. Ich frage mal, wer seid ihr? Falls das Quest sonst nicht erkennt, dass wir mit ihm sprechen. Ich weiß ja, wer es ist. Wie hieß euer Mörder? Das weiß der ja nicht. Alex. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Ihre Eltern müssen eigentlich auch noch das untersucht die Morde. Okay, habt ihr die anderen Sachen irgendwie gar nicht? Gerade. Ich hoffe, das hängt da auch nicht fest. The Gazette's right. Folk these days have no manners. Okay.
Should have at least locked the place up proper before they left. Kommst du mit? Lizelle, du kannst da locker runterhüpfen. Light on my feet. Dann mache ich mich jetzt aber direkt auf den Weg einfach zu dem. Vielleicht geht das, bringen dann Sachen dann auch mehr. Die updaten irgendwie ja nicht richtig. Und das hat ein bisschen funktioniert. Jemand. Okay. Ich dachte gerade, was Schlimmes passiert, aber ich glaube, der ist nur besoffen. Müssen wir oben durch den Park da lang? In das Haus? Da gibt es Fenster. Der Eingang scheint hier vorne zu sein. Zurück. So, Doppeltür. Die Glitzergala. Gucken wir uns, was das richtige Haus? Nicht ganz, ne? Eher ein Haus weiter. Hier ist es. Ein Wegpunkt für Baldurs Tor. To run a business, I say. Can't even browse while he's with a client. So, können wir mal schauen, sind wir richtig hier? Sieht gut aus. Gehen wir mal rein. Fagerlels. Dummer Name. Fagerlels Boutique. Können wir einfach reingehen? Ja. Mal nicht bummeln. It's unusual for prey to supply the tools of its own butchery. Razors, scissors, nail files. So many cuts one couldn't make. And yet, such a fleeting window. But then, who am I to deny the auspices of destiny? For we are celebrating, Master Figaro. You have the delicious honor of being my crowning achievement. Your body is my ultimate gift to my lord, Baal. Together, we shall transcend. Wollen wir was machen? Okay, mal gucken. Halte ich den Schatten, wenn der Zweck abgelenkt ist? Kann ich ihn einfach sofort angreifen? Muss ich irgendwelchen Shit noch sagen? Ich will mich nicht in den Schatten halten. Der ist kurz davor, den abzustechen. Wir sagen mal schnell was. A challenger. My lord tests me. This piteous hovel will be your grave, challenger. Savor your final breath, my last kill before becoming. Gods know what else is down there and all. No way to run a business, I say. Can't even browse while he's with a client. Die holen auch mit dazu. Alles Gestaltwandler. Ja, lauf mal schön an mir vorbei. Ich
müssen so schnell wie möglich helfen. Der Della. Okay, müssen wir uns das mal genau angucken. Doppelgänger, Monstrositäten. Was haben wir genau? Es ist kein einfacher Kampf, wie man sieht. Eine Monstrosität hier. Der Dolor hier. Einer, der sich noch nicht verwandelt hat, wahrscheinlich einfach hier. Oder vielleicht sind es auch einfach die, welche, die dem Kult anhängen. Und die sind benommen, gelähmt und werden von den beiden verhauen. Das heißt, ich muss da möglichst schnell hin. Okay, das ist kein Kampf zum Bummeln. Wir müssen die großen Spells auspacken. Können wir auch mal sehen, hier ein Elementar beschwören. Ein... Was kann der machen? Können wir mal kurz gucken, was die jeweils können. Sturmböen. Schockieren. Reißende Luft. Schock. Das kann der Luftelementar. Der Wasserelementar kann Winterodem. Brennende Ziele werden rasch abgekühlt, sodass sie spröde werden. Kälte macht er und Hieb. Erzeugt eine Wasserpfütze am Ort des Aufpralls. Das kann nützlich sein, um mit den Blitzen Synergie zu haben, aber nicht, wenn da Verbündete liegen. Feuerelementar. Schwelende Berührung. Hoch. Er verbrennt. Kriegt er einen Schaden pro Runde. 2 bis 12 explodierende Zunde. Bisschen gefährlich, wenn da, wie gesagt, Verbündete sind. Und Erdelementar. 4 bis 24 Schaden, macht mehr Schaden. Weiche Knie. Erledigen Hieb. Trifft einen Feind mit erdrutschartiger Gewalt. Der lasse Schlamm. Treffen Kreaturen in der Nähe. Reißende Luft. Ich glaube, das andere hat am meisten Schaden gemacht. Ohne dass es halt so ein fetter AOE ist, der scheiße ist. Und Schlamm ist auch nicht so schlimm. Auf deine Gegner steht hier. Weißt du, nur die werden davon getroffen. Probieren mal den Elementar. Wenn ich weggehe, kriege ich einen Gelegenheitsangriff. Sieht nicht so aus. Ah, die. Werden die Lathander, werden die davon mit erwischt oder was? Das muss ich mal kurz checken. Ist Lathander nicht nur gegen Untote? Unholde und Untote, aber auch Unholde. Okay, Unholde sind anscheinend auch die. Ja, das finde ich ja gut. Das heißt, ich kann mich hier in die Richtung bewegen. Wie weit kann ich ihn denn beschwören? Okay, die Reichweite ist ja noch viel größer, als ich gedacht habe. Dann direkt neben die hier. Und kann ich das dann auf sie casten, dass sie mehr aushält, wenn sie gelähmt ist? Dass sie vielleicht ein paar Sachen widerstehen kann. Wir probieren es. Kann sie natürlich sonst auch heilen. So. Hier ist mal wieder eine Raserei angesagt. Der gefährlichste von denen ist. Ein bisschen, wenn ich hier durchstürme. Ah, treffe ich nur einen. Sollen wir noch Wappnen? So, ich möchte ein bisschen da rüberstürmen. Ach, das hat gereicht. Ich war noch in seiner Reichweite. Steinwaffe. Mach ich den Scheiß gerade. Ich will halt mehrere gerade damit treffen. Geht anscheinend nicht. So, aber jetzt. Warum geht das nicht immer? Das ist aus der Sichtweite. Wer blendet mich denn da?
Ja, so, jetzt hat er genug Quatsch gemacht. Jetzt verhauen wir einfach auf den alten Weg. Mein Gott. Wahrscheinlich bin ich irgendwie, irgendwas blendet mich hier. Deswegen kann ich das nicht machen. Ah, er hat gesehen, dass da drinnen was passiert ist oder was? Aber der ist auch auf meiner Seite, oder? Der ist gelb, ja. Okay. Pfeil der Dunkelheit. Ja. Deswegen kann ich das bei dem nicht machen. Ob ich den einfach da reinstimme, wenn ich es nicht sehe. Anscheinend nicht. So, was kann der machen? Mehrfachangriff? Stand ich mal da. Und oder ist so ein AOE. Und Mehrfachangriff. Nicht so schlecht. Aber ist ja nicht so schlecht, wenn sie uns helfen. Okay, wenn sie sich in die Ecke stellen. Okay, die rufen Verstärkung mal von. Ich hoffe nicht, dass die ganze Stadt jetzt angelaufen kommt, weil das dauert ja ewig dann. Das hätten wir auch gut alleine geschafft. Nächstes Mal sollte ich die Tür zu machen. Siri ist auch hier. Nein, nicht ganz. Tja, blind. Schlecht, ne? Also sind die Falschen angreifen. Das könnte nämlich unangenehm werden. Aber wenn jetzt die da sind, ist der Kampf ja eh easy. Ach, ich stehe in dieser blöden Dunkelheit. Kann ich da mal wieder raus? Danke. Sich ein bisschen im Kreis, weil sie sich nicht entscheiden kann, was sie als nächstes machen möchte. Verborgene Präsenz. So, Lazelle, hau mit. Was? Nicht genug Bewegungsrate? Dann hüpf. Und raus aus der Blindheit. Ich dachte schon, die bleibt wieder da am Türrahmen hängen. So, wen gibt's denn überhaupt noch an Gegnern? Kampf ist ja noch nicht vorbei. Ist einer unsichtbar? Der Dolor ist unsichtbar. Okay. Müssen wir uns gleich mal Unsichtbares erkennen, Carsten. Die wissen überhaupt nicht, was los ist. Das haben wir zum Glück hier gelernt. Ist das ein Level 1 Spell? Nein. Level 2 Spell? Nein. Level 3, 4... Was ist denn das? Unsichtbares erkennen. Ich dachte, das wäre so ein blauer Spell.
Oder hat das... Achso, das hat... Ich bin mit Schatten jetzt gerade dran. Das hat Mira ja gelernt. Ja, dann... Oder er kocht einfach von alleine wieder auf. Guck mal, wie er unsichtbar wird. Schade. Das hätte ich gern gesehen. Time to press ahead. Another witness to my sacrament. Einfach schön gekrittet. Interessant jetzt herauszufinden, was... Kann man mit Panzerhandschuh Devella meinen sprechen? Okay, hier gibt es einiges zu erkunden in dem Gebäude. Mit Devella sprechen, mit den Toten sprechen, hier ein bisschen was rausfinden und dann vielleicht ändern waren oder auch nicht. Mal gucken, wie das jetzt ausgeht. Aber was genau passiert, sehen wir erst in der nächsten Folge. Ihr müsst noch ein bisschen warten. Oder vielleicht auch nicht, je nachdem, wie man es anguckt. Könnt ihr auch vielleicht direkt weiter gucken. Aber auf jeden Fall sehen wir uns da. Bis dann.